sich das Jungtier von der Mutter lösen und ein eigenes Revier suchen, besitzen. In Zoos müssen wir Menschen da natürlich ein bisschen nachhelfen. Wie gesagt, da führt ein Zoo weltweit ein Zuchtbuch. Der kennt die Verwandtschaft von all diesen Schneeleoparden. Er kennt auch Zoos, wo es ein Plätzchen frei hat. Und es ist eben nicht so, dass wir von Zürich dann wählen können. Wir wünschen, die Katze dort und dort anzugeben, sondern der Zuchtbuchführer gibt Empfehlungen ab. Manchmal ist das nur ein möglicher Platz, dann ist das eigentlich gegeben, wo die Katze ankommt. Manchmal sind es vielleicht zwei, drei Möglichkeiten, da kann man vielleicht noch etwas mitreden. Aber generell läuft das nicht über Wünsche, sondern rein über Genetik, dass man eben schaut, da wieder neue Pärchen zusammenbringen, die vom Blut her innen weit auseinander sind, dass man die Bestände in die Zoos auch langfristig kann sicherstellen kann. Weil das, was wir mit der Jamilia haben, übrigens so